Willkommen zurück zur Karriere mit Werder Bremen. Ein nächstes schweres Spiel steht an, und zwar gegen Leverkusen. Und Leverkusen ist auf Platz 4. Er rechnet sich also wirklich Chancen, zumindest hier noch unter die Top 3 zu kommen, was dann ja auch für die Champions League reichen müsste. Und 3 Punkte würde ein bis auf einen Punkt an die Bayern rankriegen, wenn die denn verlieren natürlich. Das wollen wir nicht. Wir als Werderaner wollen natürlich unsere Dominanz in dieser Saison weiter stärken und auch auswärts gegen Leverkusen gewinnen. Wir gucken mal, welche Mannen wir dann da auf den Platz schicken. So. Da müssen wir so ein bisschen... Wir bringen mal Schmidi. Milosevic kann ich ja mal auf der Bank lassen von mir aus. Er muss weg. Dafür darf er mal wieder mit. Correa ist ein bisschen platt. Dafür darf Viti spielen. Palencia ist ein bisschen platt. Ach du Schande. Ja, Palencia muss spielen. Horta ist platt. Ingvarsson. Pavlenka darf auf jeden Fall spielen. Delaney spielt auch. Horta. Dann nehmen wir nochmal Caio Gomez mit. Wo ist er? Da. Für Brünnhilzen. Und machen wir es mal so. So. Ich denke, so haben wir eine ganz ausgewogene Mannschaft. Durchwogene. Mein Gott, das riecht ein Scheiß. Eine ausgewogene Mannschaft, die nach Leverkusen fährt. Da haben wir den Luddel. Ludwig Augustinsson. Och man, meine Stimme noch an zu kratzen. Tut mir leid, ich muss mal eben trinken. Entschuldigung. So, zum Spielen Options-Taste drücken. Das sollten wir lieber mal tun, wenn das Spiel uns schon so dezent darauf hinweist. Leverkusen gegen Werder Bremen im Stadion Europa. So, da haben wir sie. Den kleinen Viti erkennt man. Den kleinen Barco auf jeden Fall auch. Und Ingvarsson. Unser Torjäger. Mal sehen, ob er heute trifft. Wer mal wieder an der Zeit. Dragovic. Volland. Schön auf Mertens. Volland. Und der verzieht. Aber nach 2 Minuten hat hier Leverkusen die erste richtige gute Chance. Barco verliert den Ball. Leni. Horta. Boah, Butterpass auf Viti. Bisschen weit zurückgeflogen. Schmidti mit dem Kopfball. Kein Problem für Bernd Leno. Ball daneben. Horta. Schöne Flanke. Wieder kann Leno retten. Schmidti. Delaney mit einem Fernschuss. Also, wir machen hier mächtig Stress. Bauer. Schön auf Barco. Ah, der Pass war nicht so richtig gut. Bender. Walcott. Auf Kiesling. Barco hat aufgepasst. Pavlenka. Jetzt. Oh, was war das für ein Pass? Da war der Kruse doch durchgelaufen. Ah, FIFA hat sich aber entschieden, den anderen Spieler anzuspielen. Barco, Flanke vors Tor. Kein Problem. Da war auch keiner. Konnte Bernd Leno einfach so aus der Luft pflücken. Bisschen zu scharf reingegeben. Oh, Fehlpass jetzt. 2 gegen 2. Kiesling behält die Ruhe.
gut, Barco aussteigen lassen. Schon wieder Barco aussteigen lassen. Volland. Volland. Augustinsson. Bender immer noch. Hier, alles gut. Auf Lenker hat aufgepasst. Ah, oh, Fehlpass. So, Leverkusen kommt ein bisschen stärker jetzt ins Spiel. Viti. Und Kruse ist da, aber Leno auch. Und Leno rettet hier. Das war eine sehr, sehr gute Chance für Werder nach 25 Minuten. Aber insgesamt super Auftritt bis jetzt von den Leverkusenern. Ah, wieder schlechtes Zuspiel. Kießling. Walcott, der marschiert. Kommt Delaney. Ball bei Kießling. Oh, 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 nicht gut. Nicht gut. Palencia packt die Sense raus. So, schönes Aufbauspiel jetzt hier. Ah. Viti mit einem Schuss. Ah, wieder geblockt. Von Leno. Kießling. Ganz alleine gegen 5 Bremer. Schafft das hier den Ball auf Walker durchzustecken. Viti hat aufgepasst. Dürfte Einwurf gehen für Leverkusen. Ja, richtig. Gefährlich, Dries Mertens. Viti. Barco da gar keine Chance im Zweikampf gegen Mertens. Erstmal schön auf Ball halten, das ist gut. Augustinsson. Horta. Schön gedacht, aber Montreal hat aufgepasst. Mertens. Jetzt 3 gegen 4. Und Palencia rettet. Gibt Ecke, glaube ich. 40. Minute, immer noch torlos. Beide Mannschaften schenken sich hier wirklich nichts. Und bis jetzt geht das Unentschieden für mein Dafürhalten in Ordnung. Unsauberes Abspiel von Schmidti. Dries Mertens, das Foul. Kießling wartet hier. Volland nimmt jetzt Maß. Wird das direkt versuchen? Oder versucht er Kießling anzuspielen? Versucht es direkt und Pavlenka. Sehr sicher beim Zupacken. Oh, was war das wieder für ein Tüdelball? Schmidti. Jetzt Viti. Oh, und schießt den Ball direkt auf Leno. Und das war's auch. Die erste Halbzeit geht hier torlos auf jeden Fall zu Ende. Wir hatten jetzt mit Viti, glaube ich, mit die größte Chance. Aber der hat irgendwie nicht viel Druck hinter den Schuss gekriegt. Von daher bleibt hier 0:0. Leverkusen spielt auch nicht schlecht. Kommt immer wieder gefährlich in den 16-Meter-Raum oder dicht an den 16-Meter-Raum. Ist jetzt aber noch alles gut gegangen. Ah, Viti. Volland. Doppelpass mit Kießling. Barco verliert das Kopfballduell. Das verwundert nicht. Der kleine Mann. Kießling. Bender, Volland, Dragovic,
Machen jetzt ordentlich Druck, die Leverkusener hier zu Beginn der zweiten Hälfte. Jetzt kommt Mertens. Mertens immer noch und Palencia schafft es gerade mal so, die Situation zu entschärfen. Wieder ein Fehlpass. Und wieder ist es Schmidti. Kiesling, Mertens ist durch, Mertens ist durch, Mertens wird schießen. Pfosten! Großer Aufreger hier. Viti. Auf Kruse, Kruse! Und Leno mit einer super Parade. Was wird hier angeboten? Viti raus, Junusovic rein, das lassen wir mal lieber. Horta. Bauer mit dem Kopfball. Also ein Auswechselkandidat ist auf jeden Fall Schmidti. Und irgendwie auch Viti. Mertens. Ist hier nicht vom Ball zu stoppen. Palencia. Super Stellungsspiel vom jungen Mann. Ah, wieder Balleroberung der Leverkusener. Schmidti kommt nicht hinterher. Walcott ist durch. Walcott, Vorsicht! Das ist passiert. Walcott auf Vollands. Und dann steht es hier 1-0 für Leverkusen. So, wir nehmen das mal als Anlass, um hier zu wechseln. So, Schmidti kommt raus. Dafür kommt, ja, Junusovic vielleicht rein. Junusovic kommt rein. Oder können wir das noch wechseln? Nein. So, was haben wir noch? Viti muss auch raus. Dafür bringen wir nochmal Rayo Gomes. Und ansonsten Ingwarzen fand bis jetzt noch gar nicht statt. Bauer auch ein bisschen platt, Horta bemüht. Ja, jetzt gilt's auf jeden Fall. Plan für Leverkusen geht bislang auf. Horta. Auf Gomes. Schön auf Junusovic. Mit der Flanke. Das wird leider nichts. Palencia. Abspielfehler jetzt. Mertens wird hier dicht bedrängt von Horta. Guter Doppelpass. Vollern ist durch. Vollern ist durch. Erstmal den Ball nach vorne hauen. Gibt Einwurf für Leverkusen. Wichtige drei Punkte wären das für die Leverkusener, wenn man denn hier den Dreier behält. Arangis. Wieder Palencia. Foul gepfiffen. Volland. Gefährliche Situation. Kopfballstarke Männer lauern da im 16-Meter-Raum. Mann! Oh, so war das nicht gedacht. Ingwarzen. Gomez. Gegen zwei. Bringt die Flanke rein. Jetzt Junusovic. Oh, Riesenchance. Und da ist noch irgendwie Mann oder Maus dazwischen. Und der Ball wird zur Ecke abgefälscht. Falscher Pass, ey. Jesus Christ. So, 70. Wir müssen offensiv spielen. Ball wird nach vorne gehauen von Bender. Kiesling. Sieger in diesem Fall. Walcott wieder durch. Vorsicht jetzt. Palencia, immer wieder Palencia, jetzt allerdings gefährlich, Volland. Und Ball erstmal nach vorne gehauen von Delaney. So, jetzt wird nochmal gewechselt. Wen bringen wir denn nochmal? Wir bringen Neves für, nee. Wir bringen Tabla für Baku.
um jetzt noch mal ein Turbo in den Außenreihen zu haben. Jetzt! Horta! André Horta wird immer wichtiger und macht auch hier heute ein sehr wichtiges Tor. Den Ausgleich zum 1:1. Schön rausgespielt, schön gesehen, schön die Abwehr auseinandergezogen und dann auf jeden Fall sehr treffsicher vollendet. André Horta kommt immer besser in Fahrt, je länger die Saison geht. Kruse und dann ist er da, Horta trifft den Ball gar nicht so optimal eigentlich, aber reicht völlig aus, damit Bernd Leno nicht mehr drankommt. Und somit steht es hier 1:1. Völlig verdient, wie ich finde. So, Barco geht raus. Wechsel werden jetzt vollzogen. Was machen die Leverkusener? Waren sie sich jetzt vielleicht schon zu sicher? Es wäre zumindest auch nicht unverdient, wenn sie hier mehr mitnehmen. Und immer wieder Palencia, der es hier super macht. Jetzt allerdings nicht so gut. Vorsicht! Ball weg, Ball weg! Meine Güte, da brennt es lichterloh. Situation noch nicht zu Ende. Balu macht das hier sehr gut. Jetzt Freistoß gepfiffen. Gelbe Karte für Arangis, wie es aussieht. So. Ah, shit, ey. Sekunde zu lange gewartet von Ingwarzen. Walcott, der ein super Spiel macht. Oh, Walcott, Walcott. Und gut geblockt. Oh, schade. Ingwarzen! Auch nochmal eine gute Chance von ihm. Aber Bernd Leno ist heute nicht einfach zu bezwingen. Mertens. Kießling. Gleich ist die offizielle Spielzeit abgelaufen. Bender. Kabler. Und jetzt vielleicht nochmal der kleine Caio Gomes. Flanke! Delaney, geblockter Ball von Bender. Und dann ist das Spiel zu Ende. Es bleibt hier also beim, wie ich finde, völlig in Ordnung stattfindenden 1:1. Wir sind nochmal zurückgekommen. Hatten auch Chancen, eigentlich auch für mehr. Aber auch die Leverkusener vorne in 1:1 war heute in Ordnung. Er hier, André Horta, ein sehr wichtiges Tor. Im Dress der Bremer sichert uns heute den Punkt, den wir aus Leverkusen mitnehmen. Wir treten und auch Leverkusen tritt auf der Stelle. Aber wir setzen uns auf jeden Fall dadurch nicht Gefahr aus, dass Leverkusen uns irgendwie näher kommt. Jetzt sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.